Ich liebe meinen Hund. Ich habe ja immer einen Hund gehabt. Also, ich habe immer einen Hund gehabt. Hunde sind ja so, die sind den Menschen ja so zugetan, ja? Gegen die Katzen zum Beispiel. Katzen, die haben ja immer so ein Eigenleben, ne? Die sind ja unberechenbar, ja? Ja, fangt jetzt mal an, verdammt nochmal! Eure Zeit läuft, das ist schon klar, ja? Ich bewerte das, was nach 20 Minuten auf dem Blatt Papier steht, ja? Und wenn da nichts drauf steht, dann gibt's eben auch keine Punkte dafür! Tag am Mond. Warte, so was Babyches. Babyches. Was Babyches? Ja, die Dogge, Giacomo. Giacomo ist ein Bernardiner. So ein ewiger Betreuer, so ein Begleiter einfach, ja? Der ist ja immer da für einen und dann immer raus und wirft Stöckchen oder Idiot und dann Stöckchen wieder zurück und wirft mal wieder. Und das kann man den ganzen Tag machen, Stöckchen werfen und einfach am Fluss spazieren gehen, in den Park, ja. Und immer dann die warme Kacke in die Beutel rein. Das ist einfach, das ist Leben, ne? Da kommt man gar nicht in den Verdacht, einsam zu sein, ja? Weil man andere Leute trifft, die auch Stöckchen werfen, ja? Und auch warme Kacke im Plastikbeutel packen, ja? Das ist, da tauscht man sich aus über Hundefutter, Trockenfutter, Nassfutter, ja? Oder wenn der Hund vegetarisch zum Beispiel auch spannend, ne? Ja? Oder wenn Hunde Krankheiten zum Beispiel, tolles Thema auch, ja? Ich meine, das lässt man sich was kosten. Bayern! Fast wie die Schweiz! Oh Gott, ich werde in einem Werbeprospekt leben. Wenn ich aus der U-Bahn rauskomme, sehe ich lauter schicke, designte Cafés und denke mir, wow, eine Latte Macchiato 5,80 Euro. Ich bin dabei! Ihr Bildungsverweigerer! Ihr Bildungsverweigerer! Schreibt, was das Zeug hält, lenkt los endlich mal! Schreibt, was das Zeug hält, für mich ist eine Qual! Ich kann euch nicht mehr sehen, ich kann euch nicht bewegen! Ja, ich weiß, ich bin euer Segen! Schreibt endlich mal! Schreibt endlich mal! Deutsch ist die Sprache, wir reden es hier. Manchmal auch im Dialekt, manchmal auch ganz queer. Jeder kann dann schreiben, was er selber will. Und wenn er schreibt, dann ist es mir egal. Mir egal. Schreibt endlich mal! Schreibt endlich mal, ihr Schratzen kann euch nicht mehr leiden. Schreibt endlich mal, ich weiß, ich werde es weiter tragen. Schreibt endlich mal, Pickup.